Hallo, ihr Lieben, Liebenden, da sind wir wieder bei The Forest Schwer. Und ich war ja zuletzt hier in der Höhle drin und gespeichert habe ich. Licht ist. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, ich soll das Seil hochgehen. Also tun wir das doch direkt mal, ohne irgendwelche Umschweife. Wir gehen jetzt einfach nochmal eiskalt durch alle Höhlen durch, die wir noch nicht so haben. Nicht richtig. Scheint so. Irgendwie sagt die mir jetzt gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir soweit ja. Bin ein bisschen voll gefressen. Das ist, wenn man nach langer Zeit mal wieder Spaghetti Bolognese macht und sieht man sich dann tot frisst da dran. So, warte mal, muss ich kurz hier den hier ablegen. Guck nochmal rum, ob ich hier irgendwas übersehen habe, aber ich glaube, da oben ging es raus. Aber zumindest haben wir den fertig gemacht, die Höhle. Guck gleich nochmal auf der Karte. Aber Junge, sind völlig falsch. Weiß nicht, wo ich hier lang komme. Keine Ahnung. Ich meine eigentlich, das ist ein Ausgang hier oben. Bin aber nicht sicher. Wenn meine Nase kitzelt, also wenn ich gleich ein bisschen mal eben kurz niese, dann wisst ihr Bescheid, ne? Nicht erschrecken. Er geht schon wieder. Muss gleich noch was essen. Hier, der arme Kerl, der ist ja verhungern. Ja, ich glaube, das ist der Ausgang und draußen ist es dunkel. Alles klar. Kann ich hier pennen vielleicht? So, wenn ich jetzt wüsste, wo die Naste ist. Hier die, oder? Sieht aus, wenn das meine Base ist. Aber irgendwo hier müssen wir doch in die Base reinkommen, also hier runterkommen. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich den Faden verloren gehabt. Ach ja, warte, ich habe meinen Speer verloren. Nämlich beim letzten Mal habe ich mit einem Speer auf jemanden geworfen. Und tja, der ging ins Wasser. Somit muss ich mir nachher erstmal einen neuen machen. Die haben mich gesehen. Schock mal den Busch, ey. Und das ist ein Reh. Und ihr seid ihr Bübchen? Kommt mal hier ins Licht. Ach da. Also eine kleine Zugang gekriegt. Mann, ey, ich bin zu blöd, heute zu treffen hier. Bleib stehen. Oder auch nicht. Hat er jetzt an meinem Fleisch genagt?
mein Fleisch weggenagt. Seit wann machen die das denn? Der war vorhin voll. Die Schweine. Wo ist denn jetzt unser Baumzipfel? Oh, ey, Junge, hat er mich jetzt erschrocken. Junge. Egal. Kann ich hier nicht noch ein Feuer? Nee, habe ich oben drin, ne? Komm, dann nehmen wir den mal mit. Obwohl, ich weiß nicht, ob der die... Moment, gab es da nicht was? Habe ich nicht gerade was gegessen? Wieso wird das denn nicht mehr voll? Ja, okay, der Hase ist verdorben. Haben wir hier nicht irgendwo ein Feuer? Obwohl. Brauchst du so viel, ne? Was? Wie A? So, ein bisschen mehr Feuer als wir verbrauchten. Nö. Vielleicht noch schlafen gehen und was trinken. Ich habe doch nichts mehr da drin. Gut. Dann gehe ich mal eben nach oben. Oben habe ich ja noch trinken. Ah, warte mal, genau. Ich habe ja oben das Essen drin. Deswegen ist das ja eh Wurst. Hier oben dann noch Futter. Das ist wohl auch durch. So ist da kein Wasser mehr drin. Jetzt ist es voll. Ich habe keine Ahnung, warum da kein, warum das so durch war. Dann trinken wir halt eine Dose und gehen dann schlafen und gehen dann in die nächste Höhle. Einmal ist dabei schon. Dann müssten wir noch mindestens eine Höhle finden. Irgendwann kriegen wir den auch noch fertig. Muss ich mal gucken, wie viele Folgen ich mache hiervon. Dass ich die noch zu Ende baue. Oder ich baue das selber zu Ende noch. Und zeige euch das dann halt in der letzten Folge. Weil hier, guck mal, hier spawnen ja nonstop Steine nach. Das ist ja die Hölle. Den Weg muss ich noch weiterführen bis hierhin. Auf jeden Fall. Eine Runde schon wieder Taschen voll, ja. Aber ich wollte ja... Das ist mich aber auch gerade am Anlachen hier, die Steine.
gleich das an. Einmal umgedreht, schon habe ich wieder 5 Steine mehr. Normalerweise kann ich die ja dann auch noch endlich mal kommen. Wahrscheinlich finde ich jetzt gar keine mehr, doch da. Keine Angst, von dir will ich nichts. No panic. Das verleitet aber auch so, ne? So, genau. So, wir sind jetzt hier. Das heißt, ich werde jetzt mal rechts runter. Da runter, ne? Ja. Darunter in eine Höhle gehen. Jetzt will ich dort testen eben. Die sind auch ewig an, ne? Warte mal. Die hatte ich schon da gar nicht fertig. Ich will nochmal eben testen, ob oben Wasser drin ist. Jawohl, perfekt. Voll. Ablegen, kann hier verschimmeln. Und wir machen uns noch eben einen schweren Speer oder verbesserten Speer, genau. 1, 2, 3. Und 2 Stoffe, ne? Ja. 1, 2. Genau, den mache ich dann auf die. Moment. Ja, genau so. Sehr schön abspeichern, wollte ich gerade sagen. Absperren. Geht das gar nicht? Doch. Schön die Tür zumachen hier, damit doch keiner reinkühlt. Genauso hier. Jetzt können wir wieder weiter. Rechts habe ich gesagt. Sie irgendwie ein bisschen merkwürdig angehört gerade eben. 10 Federn. Wir müssen jetzt auch schon wieder haufenweise Federn haben. Also gucken, wie viel hier immer drin ist, wenn es voll ist. 30 mal Baumharz, geil. Hier war das lang. Nein, ich gehe falsch. Eigentlich muss ich doch da in irgendeine Höhle gehen, da in dem Kreis. Einfach nur von da komme ich doch runter, oder bin ich jetzt zu blöd? Ist hier ganz unten da bei den Dingenshäusern. Ich gehe mal hier hin. In dem waren wir ja schon. Das heißt, in dem unten da, da war ich glaube ich noch nicht drin auf der anderen Seite. Bin ich mir aber nicht sicher. Keine Fische mehr drin doch. Komm, stehe nicht aus dem Wasser raus. So, die hänge ich jetzt nämlich mal kurz hier hin noch und dann können wir schon wieder weitergehen. Achso. Wo habe ich den jetzt hängen gehabt? Unten, ne? Ja. Okay. Und was hat denn jetzt gerade so schnell ja davor beigehuppelt?
Hier lang war das, ne? Ah, so ein bisschen da. Das heißt, da hinten bei dem. Ich glaube, da waren wir schon drin in der. Aber wir gehen da trotzdem halt nochmal rein. Ich weiß, dass von irgendeiner Höhle aus fast die komplette Höhle durchrennen kannst. Oh, genau. Da können wir direkt mal wieder ein paar Pfeile mitnehmen, oder? War das nicht hier? Nö, anscheinend nicht. Bestimmt auch noch irgendwo eine Höhle übersehen. Hier ist die Höhle. Was Käffchen trinken? Ah, wir schaffen das schon noch. Ich will das Ende sehen. Ich will das Ende sehen. Ja, springt doch weg ganz runter. Das ist doch die, wo ich dann runter ausgesperrt werde. Hier hätte ich da irgendwo was gefunden gehabt. Ich weiß aber nicht mehr was. Keine Ahnung. Einfach Stoffhöhle. Geht die noch weiter hier durch? Nehmen wir alles mit. Ist das jetzt das Bein oder ist es der Torso? Sieht nach dem Torso aus, ne? Ah, wir haben alle beide. Wir haben es komplett endlich. Endlich. Ach, guck mal, wir haben sogar einen Kompass. Ah, da haben wir auch alle voll. Na gut. Dann gehen wir halt noch mal hier lang. Mein Gott, entschuldigt. Ich habe alle nur mit zu viel gefuttert und jetzt habe ich einen vollen Magen. Guck doch mal auf die Map noch mal. Könnte sein, dass wir hier noch nicht waren. Nee, das ist ja Unausgang. Neuer Eintrag in die To-Do-Liste. Ich war doch mal. Keine Ahnung, was das ist. Herauf zu klettern. Das habe ich ja schon gemacht. Aber da brauche ich gar nicht hinzugehen, weil, ne, ihr wisst Bescheid. Das ist der Ausgang. Ich meine, da oben links war ich noch nicht. Also da so relativ links war ich. Das heißt, müssen die ja erstmal weitergehen. Ist gar nicht, war ich hier schon? Was ist das? Achso, Stoff. Ja, so, das ist ein Unterleib. Boah. Wie geht's?
hier waren wir noch nicht, wie es aussieht. Hier läuft aber bestimmt noch einer rum, oder? Scheint nicht so. Ah, wir gucken, wie viel Stoff habe ich denn eigentlich schon. Ihm kurz schauen. Dann brauchen wir keinen Stoff mehr. Dann haben wir mehr als genug. Würde ich mal so behaupten. Ach, das war der Ausgang. Ach, da ist auch noch Stoff drin, okay. Was ist das? Das neue Outfit sagt er jedes Mal, ne? Jetzt habe ich die Taschenlampe nochmal aufgehoben. Wie habe ich die denn jetzt noch zweimal? Nee. Schade, weil sonst hätte ich die nämlich an anderen Dings gemacht. An die, genau, an den Bogen hier. Mich voll erschrocken jetzt. War es das hier schon? Scheint es wohl gewesen zu sein, wa? Ah, hier, warte mal, genau. Da war ja noch ein Abgang. Und noch einer. Deswegen bin ich ja nicht rückwärts runtergefallen. Ne. So, hier würde ich aber sagen, den Rest gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe natürlich, ihr seid dann dabei. Und ich wünsche euch einen angenehmen Abend, Tag oder was auch immer. Bis dahin, wir sehen uns. Boop.